Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Rosberg, Hamilton und Kimi Räikkönen. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Die Haupttribüne ist komplett ausverkauft. Deutschland freut sich auf die Formel 1. Alle sind gespannt darauf, was wir dieses Wochenende beim großen Preis auf dem Hockenheimring erleben werden. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nico Rosberg startet mit seinem Silberpfeil von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen, Vettel, Daniel Ricciardo und Verstappen. Bottas, Massa, Kvyat und Romain Grosjean. Sainz Jr., Button, Fernando Alonso und Perez. Hülkenberg, Gutierrez, Marcus Ericsson und Jolyon Palmer. Nasser und Magnussen. Rio Hayanto und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit zur...
Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Nach einem solchen Rennen kann das nur Nico Hülkenberg sein, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal.